Guten Morgen, liebe Zuschauer. Hier ist Ed Saarland und Saarland Fernsehen 1. Wir sind heute auf einem ganz besonderen Ereignis, wo Tausende von Schülern wahrscheinlich hier hinkommen werden. Das findet jedes Jahr statt. Wenn Sie sich bitte kurz vorstellen. Mein Name ist Kirsten Schild. Ich bin Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Arbeitgeberverband Bauwirtschaft. Und ich habe die ganze Werbekampagne hier organisiert. Ja. Und es hat funktioniert. Ja, wer sind Sie? Mein Name ist Markus Piron, ich bin Geschäftsführer hier im Ausbildungszentrum des Arbeitgeberverbandes der Bauwirtschaft. Ja, und freue mich, heute Morgen hier so viele junge Leute begrüßen zu können. Und damit auch Sie alles sehen können, machen wir jetzt mal einen Rundgang. Zur linken Hand Herr Piron, zur rechten Hand die Frau Schild. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Azubi am Bau ist eine ganz wichtige Sache. Man braucht Nachwuchs, oder? Auf jeden Fall brauchen wir Nachwuchs. In Zeiten des Fachkräftemangels sind wir immer mehr, darauf angewiesen, dass junge Leute zu unserem Bau kommen. Und wir freuen uns, dass wir hier heute rund 1000 Azubis oder künftige Azubis begrüßen können. Ne? Das fängt wann an, das Alter? Jetzt, das Alter, wo die Leute sich bewerben, so 14, 16? 14, 15, 16 ist das schon, wo die anfangen, sich zu bewerben. Deswegen gehen wir ganz früh an die Schulen ran und werben um die Schüler. Und die Lehrer nehmen das mittlerweile auch sehr gerne an und kommen mit ihren Schülern, die sich dann frühzeitig informieren können. Ja. Die Aufgaben AGV Bau, was sind Ihre Aufgaben? Meine persönlichen Aufgaben als Geschäftsführer ist, das Ausbildungszentrum zu leiten und zu strukturieren und dafür zu sorgen, dass die Ausbildung ordentlich ausgeführt und organisiert ist. Sie haben ganz viele Mitglieder. Das ist eine Art Verbund, richtig? Ja. Können Sie mich da mal kurz informieren? Gut, der Arbeitgeberverband ist eine Interessensvereinigung, die alle Bereiche des Baus abdeckt. Hochtiefbau, Ausbau. Unter anderem werden auch die Maler und Lackierer und der Verbund der Baustoffindustrie der Saarländischen mit organisiert und die Geschäftsstelle im Kohlweg strukturiert und organisiert die gesamte Verbandsarbeit in diesen Bereichen. Super, was sieht man gerade hier? Was wird hier gezeigt? Gut, wir sind jetzt hier bei den Straßenbauern, Tiefbauern. Was Sie jetzt hier sehen, sind klassische Pflasterarbeiten, die von Auszubildenden des zweiten Lehrjahres ausgeführt werden. Das ist eine Übung, die im zweiten Lehrjahr ausgeführt wird und das sollte ein Auszubildender auch nach dem zweiten Lehrjahr können. Die dürfen auch mal selbst Hand anlegen hier, die Besucher? Natürlich. Das ist alles so organisiert nach der Maßgabe, schau zu, mach mit. Jeder, der hier Hand anlegen will, der darf das auch. Wir haben verschiedene Spiele vorbereitet, aber auch die klassische Ausbildung, überbetriebliche Ausbildung, wo dann auch wirklich jemand direkt handwerklich aktiv werden kann am Objekt. Prima. So, wir haben einen kleinen Rundgang vorgesehen. Frau Schild, das ist wahrscheinlich ziemlich viel Arbeit, so eine Vorbereitung von einer großen Messe, oder? Das kann man wohl sagen. Das fängt bei uns an sich schon an im Dezember, wo wir die ersten Firmen ansprechen, ob sie daran teilnehmen wollen. Das geht dann über die natürlich organisatorische Arbeit, wo wir überlegen, was können wir denn alles machen, wie hier zum Beispiel diese Fotoecke. Das ist jetzt das, was wir dieses Jahr erstmals machen. Die Jugendlichen können sich verkleiden, kriegen selbst ein Foto mit. Das geht natürlich dann über die ganzen Events, die wir machen, die einzelnen Baumaschinenspiele und so weiter. Ja, die Werbung an sich ist natürlich auch mit dabei und dann die eigentliche Vorbereitungsarbeit geht dann so 14 Tage vorher los, wo die ganzen Ausbilder die Sachen stellen, wo sie die einzelnen Sachen hier, wie diesen Kreis, was man hier pflastern kann, vorbereiten. Ja, das ist schon sehr viel Aufwand. Das glaube ich. Hier wird natürlich auch entsprechend ausgebildet. Was wird hier ausgebildet? Das sind auch die Pflasterer, genau, ja. Und hier können, also ein Azubi von der Firma Wolf ist hier, vollendet diesen Kreis, der ist schon vorbereitet worden. Und da können die Jugendlichen, die hier kommen, können gerne mit Hand anlegen und dann ausprobieren dann auch. Genau, wir haben jetzt kurz nach 9, es fängt langsam an voll zu werden, richtig? Ja, die Veranstaltung geht oder ist um 9 Uhr losgegangen. Und wir haben sie ja jetzt bis 12, halb eins, eins etwa geplant. Und wir erwarten, Sie haben ja eben schon angesprochen, Tausende. Also wenn wir 1000 Schüler heute hier haben, das ist so die Marschroute. Das sind etwa 200 mehr als letztes Jahr, also eine erhebliche Steigerung.
Und wir hoffen daraus auch für die Betriebe den ein oder anderen Ausbildungsvertrag dann generieren zu können. Ja, ich habe den leicht übertrieben, aber vielleicht erreichen wir bei Facebook ja nochmal Tausende. Das war denn so die Idee. Was sagen denn so die Betriebe über den Erfolg der Messe? Sind die happy, dass es sowas gibt? Also im letzten Jahr, oder wir machen das ja jetzt schon im dritten Jahr. Im vierten Jahr, Entschuldigung. Und der Zuspruch nimmt von Jahr zu Jahr zu und auch die Akzeptanz. Die Betriebe sind sehr froh, dass wir ihnen diese Plattform bieten. Das ist ja nur ein Aspekt von vielen, aber das ist so, ich sag mal, kurz vor Abschluss der Verträge ein ganz wichtiger Zeitraum. Und die Betriebe, die hier ausstellen, sind auch fast alle im vergangenen und im vorletzten Jahr mit Angeboten nach Hause gegangen, wo sie dann Bewerbungsgespräche geführt haben. Und wir wissen aus dem letzten Jahr, dass wir fast 10% der Verträge, die abgeschlossen wurden, dass die hier über diese Messe entstanden sind. Jetzt gibt es auch ganz viele neue, die jetzt neu dabei sind. Ja. Was sagen die so? So der erste Eindruck, wo die herkommen. Die sind wahrscheinlich total übermannt von so viel Zuspruch, oder? Genau, die sind überwältigt. Die haben sich natürlich auch gefragt, was kommt so auf sie zu. Und konnten dann aber sehen, aufgrund der Filme im vergangenen Jahr, gerade hier die Firma Groß, die hat ja aus, ist bereits im vierten Jahr ist sie schon wieder da. Und haben dann natürlich auch gesehen, wie großer Zuspruch da war. Und finden das jetzt natürlich auch alle ganz toll und hoffen dann auch auf neue Azubis. Was wird hier gezeigt? Gut, das ist jetzt ein Vertreter der Firma Peter Großbau, der jetzt hier demonstriert, was man mit einem Minibagger machen kann. Die jungen Leute können sich das ansehen, können auch punktuell dann auch selbst mal auf dem Bagger. Im Laufe des Tages wird sich das dann zeigen, wie das ankommt. Aber bisher kam es immer sehr gut an. Prima, das heißt, hier ist Bau zum Anfassen, oder? Komplett. Bau, wie ich eben schon gesagt habe, schau zu, mach mit. Ja? Das sollte genau der Effekt sein. Ne? Also, dass die jungen Leute die Möglichkeit haben, sich hier mit aktiven Auszubildenden zu unterhalten und auch selbst Hand anzulegen an die Werkzeuge und an die Baustoffe. Super, dann gehen wir mal nach links. Es sind fast alle Gewerke hier, oder, vom Bau? Alle Gewerke. Ja, das ist Hoch, ja mal ein Wort. Hoch, Ausbau, Tiefbau, ja. Also im Hochbau klassisch Maurer, Betonbauer, Stahlbetonbauer. Im Ausbau haben wir die Stuckateure und die Fliesenleger. Wir haben die Zimmerleute im Kohlebau, den Straßenbau und den Kanalbau, den wir hier dann auch zeigen. Dann haben wir auch die Maler natürlich. Ja, und die Maler haben wir natürlich auch dabei. Danke, genau. Frau Schön. Wollen wir nicht vergessen. Sehr schön. Ja. Genau, da kommen wir jetzt auch gerade hin, in die Halle der Stuckateure und der Maler. Hier ist die Malerinnung, richtig? Genau, das ist die Malerinnung, das ist der Herr Pfennig, das ist der Landesinnungsmeister der Maler. Da ist jetzt noch nicht ganz so viel los, aber das fängt jetzt auch erst an, die ganze Messe hier. Die Innung ist natürlich ganz wichtig, oder? Die Innung ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Ja. Das ist auch, die bilden auch selbst aus, und zwar auf den Saaterrassen. Wir haben ein eigenes Ausbildungszentrum und die sind aber dem Arbeitgeberverband Bauwirtschaft angeschlossen. Das ist toll. Wir kommen später nochmal her, machen mal ein kurzes Interview mit jedem. Genau, ja. Damit wir durchkommen, denn es ist einiges zu sehen, oder? Das hoffe ich doch, ja. Stuckateure sind ja auch. Ich weiß es auch. Wir wissen, dass wir hier einiges aufbieten, dass man hier wirklich was zu sehen bekommt. Und natürlich, was ganz wichtig ist, eben schon angesprochen, die Haptik. Man nimmt Dinge in die Hände, man kann es selbst machen und kann mit den aktiven Auszubildenden darüber reden, was sie von ihrem Beruf halten. Und das ist ein ganz wichtiger, ich sag mal, ein ganz essentieller Punkt, den viele Berufsmessen so in der Form nicht haben. Ja? Die Agentur für Arbeit darf ja nicht fehlen. Die darf nicht fehlen, aber hier waren wir eben bei den Fliesenlegern. Ich schwenke mal kurz zurück. Ganz ja. Genau, hier sind die Fliesenleger, die hier kann man auch kleine Herzchen dann behauen. Das sind große Fliesen, die kann man dann behauen zu kleinen Herzchen, dass man einfach mal das Gefühl dafür bekommt, wie das dann aussieht, wenn man halt als Fliesenleger tätig dann ist. Ob man so das Gefühl dafür hat, sind Sie hier. Genau. Und ist es schwer? Ist es schwer? Nee. Sehr, sehr schön. Eine der leichtesten Übungen. Eine der leichtesten Übungen. Für Fachleute.
Das Bauernwerk hat ja einen Riesenvorteil, ja. Es wird niemals aussterben, oder? Also davon gehe ich ganz stark aus. Ja. Gebaut wird immer. Tausende von Jahren wird gebaut, ja. Also jeder will in einem... Die eigene Torwand, die ist also von Auszubildenden, ist die selbst hier gemacht worden. Ja. Natürlich aus einem schönen Werkstoff, Beton. Genau, richtig, ja. Wie sich das so gehört. Ja, es muss ja stabil sein. Es ist ja richtig viel los mittlerweile. Es fühlt sich ja ganz massiv, oder? Fühlt sich, ja, genau. Ja, ja. Also wie gesagt, wir erwarten um die 1000 Interessierte. Wir haben 800 Voranmeldungen bekommen und es kommen noch immer zahlreiche Schüler mit ihren Eltern und Freunden hierher. Also können wir schon erwarten, dass wir um die 1000 Leute hier bekommen. Ja. Super. BBR, Bausanierung, die machen was? Hier geht es im Kern um Betoninstandsetzung. Also das große Thema momentan, Brückensanierung, ja, ist in aller Munde. Die Politik hat es als großes Thema wiedererkannt, Gott sei Dank. Der Sanierungsstau soll ja da aufgehoben werden und die Firma BBR ist in diesem Bereich ganz aktiv. So, jetzt kommt das leibliche Wohl und noch zwei Gewerke. Genau, ja. Ja. Das leibliche Wohl, da kriegt jeder Azubi, kriegt hier kostenfrei, kriegt er Würstchen und Getränk und kann sich dann also auch Brezeln holen und so weiter. Ja, und hier kommen wir schon in die Halle von den Maurern und den Zimmerern und Dachdeckern. Und auch dort können die Jugendlichen selbst Hand anlegen und Sachen, also Schindeln selbst zuschneiden und so. Und zum Beispiel hier auch gerade im Eingangsbereich können sie Gewichte schätzen. Wie schwer ist zum Beispiel hier das, so ein Stein, wenn man den anhebt, wie schwer ist das, was schätzen Sie? Und wie sind die meisten, liegen da gut, oder? Es geht, also viele Mütter schätzen am Gewicht vom Baby, aber das geht meistens nicht. Das Problem, ich würde ja gerne schätzen, ja, ich habe aber beide Hände voll, ja, das ist das Gemeine. Ach, Sie nehmen mein Mikro ab, ich nehme das Mikro ab und Sie schätzen einfach mal. Ich hebe mal hoch. Boah, ich denke, das sind... ungefähr 10 Kilogramm. Nee. Das ist die Hälfte, das sind 5 Kilo. Also der kommt eher in die Richtung. Ja. Der kommt eher. Der hat 10. Der hat 10 Kilogramm. Es geht ja auch darum. Nee, der hat 8. Der hat 8. Es geht in die Richtung von den 10 Kilo, aber es sind 8. Es sind 8 Kilo. Es geht auch darum, auf dem Bau sollte man natürlich auch ein bisschen Kraft haben. Ja, man muss so einen Stein natürlich auch mal anheben können, oder? Ja, also es kommt darauf an, ab einer gewissen Steinschwere und ab einer Höhe kommt es dann darauf an, dann wird auch schon mal ein Minikran benutzt, weil dann, das geht einfach nicht mehr. Wenn man jetzt schon auf eine Leiter muss mit so einem Stein, der hat 27 Kilo, das geht schon nicht mehr. Sie sind wer? Ihr Name? Gerd Christopher. Okay. Prima, vielen Dank. Es ist ja richtig was los hier. Es war das letzte Mal, waren hier auch noch ganz, ganz kleine Kinder da. Können Sie sich noch daran erinnern? Das ist der Kindergarten, ja. Ich denke, die kommen nachher auch wieder vorbei. Ja. Die schauen vorbei. So, hier sind die Zimmerer hier und die Dachdecker. Auch hier können die Leute selbst Hand anlegen. Vielleicht fragen sie die beiden Azubis mal selbst, was sie machen hier. Was können denn die Jugendlichen hier machen? Sie können sich Kette aus gefrästem Leichter bauen, als Geschenk oder einfach nur mal als Sägeübung, um zu verstehen, wie man mit Japansäge Säge tut. Das ist schwer. Man muss gefühlvoll mit der Säge umgehen, weil bei denen ist es eine Zugsäge und wenn man da zu viel drückt, verknickt man das Blatt und die Säge sind. Also sehr gefühlvoll mit dem Werkzeug umgehen. Okay. Und Sie machen das schon länger, nehme ich an, oder? Ja, genau. Wir sind jetzt im zweiten Lehrjahr, haben jetzt nächste Woche Zwischenprüfung und so langsam geht es zum Ende zu. Okay. Und man lernt natürlich auch auf der Arbeit, oder? Permanent. Natürlich, natürlich. So. Frau Schild, ich muss wirklich sagen, es wird langsam so voll, wir kommen kaum mehr durch. Ja, das ist toll. Was sieht man hier? Das ist die Firma Engel. Die Firma Engel ist Dachdeckerbetrieb. Und die versuchen den Jugendlichen zu zeigen, dass man auch Sachen im Klempnerbereich, dass sie mal löten können. Löten, genau, ja. Und sie haben einen Gasbrenner dabei, und dann können sie jetzt versuchen, wie das ist, wenn man Sachen lötet.
Und ist das schön, das Löten? Ja. Macht Spaß? Ja. Herrlich. Ja, so soll es sein. Hier wird es jetzt laut, das macht nichts. Ich habe ein Richtmikro dabei, da müssen wir etwas lauter reden. Okay, also das fällt uns leicht, laut zu reden. Also jetzt hier sind wir im Bereich der Dachdecker und Zimmerleute. Hier soll auch mal demonstriert werden, wie der Handmaschineneinsatz aussieht, mit was man da alles arbeitet. Das ist ein sogenanntes Kettenstemmgerät, ja, mit dem man solche Aussparungen fräsen kann. Das sehen Sie jetzt hier im Einsatz. Das ist wirklich hier das echte Leben, oder? Na gut, genauso wird an den Baustellen dann auch gearbeitet. Wenn man vor Ort noch Aussparungen einbringen muss, dann werden diese Geräte auch genauso eingesetzt. Da sehen Sie. Warte, ich zeig mal. Da ist jetzt eine große Handkreissäge im Einsatz. Die Kerbenfräse nennt man dieses Gerät. Damit kann man auch Aussparungen in Holz einfräsen. Schutz auf der Arbeit wird natürlich groß geschrieben. Ja. Aber sicher, Sie sehen, die persönliche Schutzausstattung haben die jungen Leute an. Ja, ihr Gehörschutz, das gehört natürlich dazu und auch der Augenschutz. Und ich mag das hier total. Das ist irgendwie original zum Anfassen alles, oder? Es riecht auch gut. Der klassische Ansatz im Holzbau, ja, die meisten Leute machen oder die jungen Leute machen das auch gern, einfach mit dem Medium Holz arbeiten, weil es einen guten Geruch, wie die Frau Schild schon sagt, verbreitet und weil es ein lebender Baustoff ist. Ja. Wir gehen mal kurz da vorne hin. Da vorne werden diese Schiefer Herzen gehauen. Das erfordert natürlich einiges an Präzision, oder? Genau, ja. Bei den Arbeiten kann man dann schon erkennen, wer handwerkliches Geschick hat. Denn da braucht man dann schon ein bisschen Gefühl und ein richtiges Auge, um dann so eine Form wie ein Herz aus so einer Schieferplatte herauszuschlagen. Mädels sind natürlich auch hier, ohne Ende. Der Bau zieht immer mehr Frauen an, oder? Hoffentlich, ja. Oder? Ja, hoffentlich. Daran arbeiten wir. Ja. Und jedes Jahr mehr. Wir haben ja vor kurzem noch den Ballster hier im Haus auch gehabt mit 40. Es waren etwas über 40 junge Damen, die dann schauen konnten, was die Bauberufe so bieten. Und das ist eine Sache, die wir schon seit vielen Jahren jetzt machen. Und ab und zu verirrt sich dann auch eine junge Dame in den Bauberuf. Es wäre wünschenswert, wenn es ein paar mehr wären, aber wir arbeiten dran. Aber die es machen, die sind ja dann voll und ganz dabei, oder? Die sind voll und ganz dabei. In diesem Jahr haben wir erstmals eine Beton- und Stahlbetonbauerin haben wir auch. Das ist, glaube ich, einzigartig in der Geschichte hier fast. Das ist die erste, ja. Das ist die erste. Aber hoffentlich nicht die letzte. Genau. Was die Maurer. Eine Maurerin? Ja. Im zweiten Lehrjahr. So, jetzt sind wir hier bei den Maurern. Die zeigen jetzt hier so einen klassischen Mauerwerksverband. Ein klassischer Mauerwerksverband, der hier aufgemauert wird mit zwei Mauerköpfen. Und da können auch die jungen Leute selbst Hand anlegen, wenn sie wollen. Die Auszubildenden, die Aktuellen, machen es vor, wie es geht und geben dann Tipps und zeigen die Handgriffe. Knackt ein Stein steht hier. Ja. Was ich auch toll finde, das ist alles nicht so aufgesetzt. Das ist alles ganz echt hier. Oder? Die Leute, man versucht da nicht, dass das irgendeine Werbeagentur irgendwelche bunten Bildchen macht, sondern man sieht die Azubis, die auch wirklich da sind, kann den Fragen stellen. Wow, ich finde das total klasse. Ja, wir sind durch, oder? Oder fehlt noch was? Eine Halle haben wir noch. Ich bin so ganz durcheinander. Es ist wirklich so viel, ja? Ja, das ist wirklich richtig viel. Also ich muss aber zur Ehrenrettung sagen, die Halle sieht so ähnlich aus wie die andere. Ja, ich hatte dann. Gut, wir haben ja 18 Gewerke im Bauhandwerk. Es sind jetzt nicht alle vertreten, also, aber es ist wirklich. Jetzt kommen wir in die Halle von den Beton- und Stahlbetonbauern. Dort wird dann halt Eisen gebogen, dort werden die Verschalungen gemacht. Da haben wir links die Firma Bautra.
die also auch, Sie sehen, es ist schon eine ganze Schar von Traube. Jugendlichen, eine ganze Traube von Jugendlichen davor, die sich alle dafür interessieren. Sollten uns mal den Weg durchbahnen zu den Jungen, die da den Stall biegen, Stall geradeaus, genau, ja. So, der freundliche Herr kann Ihnen das vielleicht mal zeigen. So, Sie sind jetzt, wir waren vorhin schon mal kurz da, Sie sind jetzt hier am, vielleicht zeigen Sie es mal live und vor Ort, wie man das hier macht. Was wird hier gemacht? Also das ist eine, also das brauchen wir für die Bewehrung. Und zwar ist das wichtig, weil so ein Beton kann zwar Kräfte gut auf Druck aufnehmen, aber auf Zug bricht er. Deswegen macht man Eisenbewehrung rein, damit auch die Zugkräfte aufgenommen werden. Und das sieht dann im, zum Beispiel hier für eine Stütze oder einen Balken, da sieht die Bewehrung dann so aus. Ja, klar. Sieht die dann hier so ähnlich aus. Und wenn die dann, also als erstes kommt die Schalung und dann wird die Bewehrung eingebaut und dann halt der Beton drüber. Und das sind hier also Bügel und Stäbe und hier auch Verbindungen, dass wirklich alle Kräfte aufgenommen werden, damit der Beton auch keine Risse bekommt. Das heißt, sie machen die Schalung und die Bewehrung? Genau, es heißt ja auch Stahlbetonbau und Betonbau. Das heißt, Bewehrung und Schalung, Beton, gehört alles dazu. Ist das schwer? Oder Übung? Ist Übungssache, weil die Eisen, die muss man biegen mit so einem Biegetisch und bis man den Winkel eingestellt hat, bedarf es ein bisschen an Übung, ja. Okay, prima. Man darf aber auch im Bau wird natürlich einiges gehämmert, ja. Das ist natürlich, hämmern gehört dazu. Wenn ich Brettverbindungen nageln muss, dann muss man sowas können und üben. Und hier können sich die jungen Leute dann auch mal versuchen, ob sie dafür ein richtiges Händchen und ein gutes Auge haben. Wir gehen ein bisschen mal ganz kurz nochmal hier rüber. Was wird hier gemacht? So, also hier werden Dreikantleisten geschnitten und eingenagelt. Das können die Schüler auch mal ausprobieren. Das macht man, damit die Kanten gebrochen werden bei den Betonkörpern oder an den Betonkörpern, sodass man dann keine scharfen Kanten hat, ja? Die dann unschön abbrechen können beim Ausschalen. Das heißt, hier kommt später einfach das Beton rein und die Kanten sind dann schön abgerundet. Genau, also die haben halt keine scharfe Kante, keine scharfe Ecke und nachher wird die ganze Schalung dann abgebaut und dann hat man einen schönen Betonkörper ohne scharfe Ecke oder scharfe Kante. Ist es wirklich zum Mitmachen hier? Hier wird auch mal ein Brett vernagelt. Ja, eine Brettschalung. Da wird eine Lasche aufgenagelt und wie man sieht, ist das gar nicht so einfach. Man braucht also ein klein bisschen Übung, damit man die Nägel nicht krumm schlägt. Das ist jetzt so klassische Hand-zu-Fuß-Schalung, so wie sie früher gemacht wird und auch heute noch an den Baustellen, wenn man besondere Baukörper hat. Es wird ja viel mit Systemschalung heutzutage gemacht, aber so die Verbindungen muss man dann auch noch selbst von Hand machen. Und da muss man einschätzen können, wie stark ist der Betondruck, wie muss ich so eine Schalung absichern und wie viele Nägel muss ich einschlagen. Super. Dort hinten ist es relativ laut, was wird da gemacht? Ja, hier wird Beton verdichtet. Also die gießen hier auch Beton in die vorne bearbeiteten Schalungen. Das ist jetzt mal so ein Testlauf. Und dann füllen die den Beton ein und dann wird auf dem Rütteltisch wird Vibration erzeugt, sodass die Luftblasen aus dem Beton rausgehen und die Haufwerksporenbildung reduziert wird. Wow. Ich glaube, man kann wirklich nur ungefähr schätzen, wie viele Leute gerade hier sind, denn es ist natürlich so, dass sich 1000 Leute hier auf dem Gelände ziemlich gut verteilen, oder? Das verteilt sich ziemlich gut, ja. Wir hatten am Anfang hatten wir auch zwei an der Hauptstelle und im Außenbereich hier, haben das aber hier jetzt konzentriert, weil die Wege kürzer sind und die Jugendlichen geballt alles vor Ort haben. Und es füllt sich immer mehr und ich denke, wir kriegen hier heute ein richtig volles Haus. Rekord, kann man sagen, ja. Das werden wir dann berichten. Ja. Wir gehen nochmal kurz raus, dann machen wir das Ende, die Abmoderation vom Bauinfotag. Vom Bauinfo. 2017 in der Schafbrücke. Hier in der Nähe von der BMW stehen wir ja.
Und ja, ich bin... Das Wetter macht mit, das ist ja immer für Sie natürlich ein Megathema, das Wetter. Die Leute stehen auch draußen mit den Ständen, da freut man sich, dass es schön ist. Oder? Natürlich, wir hatten Plan A und Plan B natürlich. Das war für schlechtes Wetter, aber wir sind natürlich total happy, dass der Wettergott uns hold ist und dass wir heute wirklich das Ganze hier auch draußen machen können. Das heißt, die Mitglieder, die sind ziemlich froh, dass sie gibt, oder? Davon gehe ich aus, ja. Ich meine, die brauchen uns ja auch, beziehungsweise wir brauchen auch die Mitglieder. Ja, klar. Denn die Betriebe stellen ja die jungen Leute ein und bilden sie aus. Und wir sind sozusagen unterstützend aktiv und betreuen mit, helfen den Betrieben, dass es zu einem positiven Abschluss kommt. Und wie Sie sehen, wir machen es natürlich auch im Vorfeld schon. Diese Veranstaltung ist ja auch anbahnend gedacht, dass Betriebe zu den jungen Leuten kommen, mit denen sie dann auch Verträge abschließen können. Was habe ich denn? Genau. Ich muss noch sagen, wir haben also rumgefragt. Wir haben über 100 Betriebe, die Ausbildungsstellen anbieten, über 140 Stellen, die sind also auch bei uns auf azubiambau.com sind die eingestellt und wer Interesse hat, kann gerne auf die Internetseite gehen und sich selbst mal gucken, welche Firmen da alle Jobs anbieten. So, wenn jetzt ein Betrieb Interesse hat, der das sieht, der noch nicht bei Ihnen ist, ja, was hat der denn für Vorteile? Der Verband bietet unglaublich viele Vorteile. Wie ich eben schon gesagt habe, ist ein Interessensverband. Man hat sehr viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Man hat arbeitsrechtliche Beratung, man hat Beratung im Bereich Technik, man hat man kann seine Interessen gegenüber Politik durchsetzen. Das sind diese Dinge, die der Verband jetzt nur mal in ganz groben Abschnitt oder Abriss für die Betriebe tätigt. Ja? Die individuelle Beratung und auch das große Spiel. Ja? So will ich es mal jetzt nennen. Und ich habe ja erfahren, es ist gar nicht so teuer, bei Ihnen dabei zu sein. Ja? Also wenn Sie sich informieren wollen, hier ist die Frau Schild und der Herr Piron. Piron, Geschäftsführer von der AGV Bausar. Ausbildungszentrum. Ja. So. Es gibt ja noch einen Hauptgeschäftsführer im Verband, das ist der Herr Weyers. Genau. Und, den hatten wir letztes Jahr im Interview. Genau, richtig. Genau. Sehen Sie mir nach, also es gibt viel zu sehen, es gibt viele Zusammenhänge zu erfassen und jetzt haben auch Sie da draußen mal ein Bild bekommen, wie es hier in der Schafbrücke funktioniert mit ungefähr 1000 Besuchern, die da sind. Ich bedanke mich vielmals für das nette Interview. Gerne. Ja. Der Bauinfotag der AGV Bausar, er geht zu Ende. Hier ist Klaus Weyers. Hallo, Herr Weyers. Hallo. Nach dem Event ist vor dem Event quasi, ja. Oder? Ja, jetzt geht es wieder ins nächste Jahr. Ins nächste Jahr und wieder mal haben wir, glaube ich, neue Rekorde gebrochen. Es war ein toller Tag. Ich glaube, es waren über 1000 junge Menschen hier, die sich über die Bauberufe informiert haben und das war was voll immer mehr. Genau, jetzt ist Ihre Aufgabe, vielleicht nochmal in die Runde zu sagen, ja, was die AGV Bau macht, wer noch nicht dabei ist, warum man hierher kommen sollte. Wenn Sie das mal freundlicherweise machen, nochmal ein bisschen Werbung für Sie selbst. Für uns selbst, also zunächst einmal für die Berufe selbst. Die Berufe werden alle hier vorgestellt und zwar von den jungen Auszubildenden, die schon einen Ausbildungsjob haben. Das ist toll, dass die Jugend informiert. Auch für die Firmen ist es eine hervorragende Börse geworden mittlerweile, die Jugendlichen anzusprechen. Wir werden, glaube ich, im nächsten Jahr ein Problem haben, dass wir gar nicht mehr alle Anfragen bedienen können, unserer Mitglieder, die hier Platz haben wollen und werben wollen für ihr Unternehmen. Toll. Genau, wir haben ja einen kompletten Rundgang gedreht, da kann man sich sehr, sehr leicht anschauen, um was es geht. Das können Sie dann auch für die Vermarktung nutzen. Ich bedanke mich herzlich, was immer ganz toll war, der Kindergarten war ja mal wieder zu Gast, ja. Die gelben Helmchen. Für eine besondere Stimmung auch nochmal gesorgt, für eine besondere heitere Stimmung gesorgt. War toll. Ja. Vielen, vielen Dank.